Ah, es geht gleich viel besser. Irgendwie hätte ich jetzt ganz gerne Goblins. Oder Bar-Anhänger. Oh. Und die spinnen hier halt irgendwie ein bisschen viel aus. Ich glaube, ich schalte mal auf Zauber. Jo, besser. Das sind echt viele große Spinnen. Ja, Riesenspinnen, die kleiner sind als große Spinnen, das passt schon. Oh. Oh, Feuerball. Oh, warte mal. Vielleicht treffen wir eine. Das wäre interessant. Oh. Okay, nicht so viel am Rumspielen, einfach töten. Zauberpunkte sind alle, fast jedenfalls. Talanas Meditationsskill macht sich sowas von bezahlt. Mal ganz abgesehen davon, dass ihr Spruch relativ günstig ist. Im Vergleich zu dem Bolzen von Lay zum Beispiel. So, Spinnen sind ein paar gestorben. Gucken wir, was da unten noch so ist. Schlafen verkneife ich mir jetzt mal, weil ich nicht wieder hochbuffen will. Segen. Fackellicht. Du hast noch keine Präzision. Und du hast doch keine Zauberpunkte dafür. Ja, okay. Ich sehe. Ich sehe viele rote Punkte. Hey. Ah, der Boden ist ein bisschen schräg, das ist unpraktisch. Aber das ist doch gleich wesentlich angenehmer. Das heißt, wir können hier alle Spinnen töten, kriegen dann vielleicht noch ein Level. Und was auch immer da unten noch in dieser Kammer drin ist. Vielleicht ein paar Truhen mit mehr Gold. Und dann sind wir gleich wesentlich besser vorbereitet auf die Priester. Und was auch immer noch hier im Tempel alles so zu finden ist. Gut, gut. Nee, ich will... Oh. Nicht in den Feuerball laufen, nicht vergiften lassen. Wenn es ein wenig schade ist, dass wir immer noch so vor den Spinnen weglaufen müssen, die einfach stehen bleiben können. Also könnten wir, aber dann würden wir vergiftet werden und ziemlich einen auf den Deckel bekommen, denke ich. So, Leichen einsammeln. Wieder runter gucken. Wobei wir den Eingang von der Höhle da jetzt eigentlich leergeräumt haben müssten. Also wir standen ja schon mal ein bisschen drinnen. Hatten die ganzen roten Punkte auf uns rangezogen. Genau, da ist ein roter Punkt. Da sind 4, 5 rote Punkte. Immer noch machbar. Vor allem ist er so kleiner. Oh, ein paar mehr rote Punkte. Ich laufe mal nicht. Oh. Ich laufe mal nicht raus, sondern hier im Kreis. Um zu gucken, wie viele es sind. Also ob hier noch mehrere Gruppen von Spinnen sind. Ja, da ist definitiv noch eine Gruppe. Was zur Hölle bist du da oben? Oh, Monsterspinne. Und ein Kessel. Der riecht so, als wenn er für uns gemacht wäre. Ja, also... Vier Spinnen noch in dem ganzen Raum hier. Sehr vertretbar. Dann haben wir den Kessel. Aber so wirklich Kisten haben wir nicht gesehen. Wir haben diese Schädelhaufen da, aber da werden wir garantiert nicht drin wühlen. Das ist eklig. Außerdem haben wir keine Möglichkeit, die Krankheit auszusortieren könnten. Oder Schlimmeres. Wer weiß, was wir bekommen, wenn wir da rumwühlen. Haben wir keine Möglichkeit, das zu kurieren. Jedenfalls noch nicht. So, kaputt, kaputt, kaputt. Oh. Kaputt. Hier war irgendwo noch einer. Er ist geflohen. Na gut. Also, wir haben ein magisches Gebräu. Und wir haben noch ein magisches Gebräu. Die bekommen beide Lay. Damit sie öfter überlebt.
denn sie ist der wichtigste Punkt in unserer Gruppe. Wegen Wiederbeleben, Heilung und dergleichen. Kochtopf, 3 Nahrung. Das war's, okay. Also Schädelhaufen, Ausgang. Schädelhaufen, Kochtopf, Müllhaufen, Schädelhaufen. 2-mal Gebräu, das wir getrunken haben. Noch mehr Müllhaufen. Ja, also was Beute angeht, nicht so wirklich toll. Bisher jedenfalls. Aber die Erfahrungspunkte müssen okay sein. Du mach nochmal Fackellicht. Also nicht so schnell, dass wir gleich ein neues Level bekommen, aber müsste sich summieren. Das war jetzt also der nordwestliche Schacht. Nehmen wir den nordöstlichen. Du Präzision, da. Hopf. Also wir könnten jetzt auch Heldentum einzeln auf die Charaktere sprechen. Aber ich denke mal, dann hat sie ganz schnell keine... Dann hat sie ganz schnell keine Zauberpunkte mehr. Was sie ja jetzt schon fast nicht mehr hat. Ich meine, wir sind noch nicht mal durchgebufft und sie ist schon bei 60% oder? Oh. Hey. Segen. 2 tot. Du zu Ende segnen. Du, tschakka. Oh, war da ein Skelett? Aha, mal was Neues. Man schießt gleich da vorbei. Skelettritter. Zaubern. Und sie haben Gold. Sogar gar nicht mal so wenig. Sehr schön. Davon können ruhig mehrere kommen. Du noch einmal segnen. Danke. Den Quickzauber von Lay sollte man da vielleicht ändern, weil ich denke, der Bolzen wird da nichts verurteilen, der Verursachung. Du benutzt ihn jetzt hoffentlich nicht mehr. Hier klicken, um Quickzauber festzulegen. Wie deaktiviere ich dich? Gar nicht. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Kann doch nicht sein. Das ist immer noch fest. Na gut, Zauberpunkte sind gleich weg, dann passt das. Oh, warte mal. Hast du noch genug Zauberpunkte für Schutz vor Gift? Nein. Okay, das lässt sich ändern. Es hat geklappt. Du, Schutz vor Gift. Nur für den Fall, dass die Spinnen doch mal näher rankommen. Da. Gut. Mürren bitte alles einsacken. Genau, wir brauchen ganz viel Gold. Also erstmal brauchen wir 1000 Gold für spirituelle Experte, damit der Heldentum auf die ganze Gruppe wirkt. Und das sind viele rote Punkte. Dann brauchen wir 500 Gold für den vierten Bogen. Also diesen Präzisionsbogen, der so komisch bunt ist. Und dann fällt uns bestimmt noch was ein. Stufenanstiege zum Beispiel. Wobei die jetzt ja noch recht erschwinglich sind. 3 Riesenspinnen. Monsterspinnen, Entschuldigung. 2 Monsterspinnen. Also die Ecke hier gefällt mir schon mal besser als die da im Nordwesten. Primär wegen den Skeletten und dem Gold, den sie dabei haben. Oh. Genau ihr Jungs. Wir schießen euch mit Pfeilen kaputt. Muss echt sehr unangenehm sein. Ich meine so, als Skelett mit Pfeilen. Lassen wir das. Gut. Aha. Du, looten. Aber wenn jetzt links nur Spinnen waren. Hier sind jetzt Spinnen und Skelette. Haben wir im nächsten Gebiet wieder was anderes oder ist das irgendwie einigermaßen einheitlich? Oh, da sind viele Wuselleute.
Oh. So, da hinten sehe ich schon mal ein Lagerfeuer. Aber immer noch keine Kisten. Wenn da nochmal so ein magisches Gebäude ist, dann ist man es aber auch recht. Das ist mehr wert als jede Kiste. Und wie schafft ihr das trotz Giftresistenz? Ja, okay, zugegeben, es macht gerade nur 5 Punkte oder so Giftresistenz. Weil der Skill noch nicht so hoch ist. Oh, was haben wir hier? Skelett Lord. Ja, warte mal. Geschafft! Es hat geklappt. So. Es hat geklappt. Eins. Es hat geklappt. Geschafft. Zwei. Ah, hält ganz schön was aus. Und bist ganz schön flott. Wo kam der Feuerball? Nicht hier. Oh, er kam im Osten. Okay. Hier kann man. Gucken wir nochmal. Was zur Hölle war das gerade? Dich kriegen wir auch so. Aus dem Skelettlord, wenn der in Feuerball laufen würde, wäre es ganz schick. Ich glaube die... Wow. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, die werden noch nicht getroffen davon. Und K.O. und vergiftet und überhaupt. Du, das, du, das, du, das, du, das. Und was ist mit dir los? Verflucht. Taktischer Rückzug. Verflucht ist nicht gut. Verflucht heißt nämlich, dass ein Großteil ihrer Zauber gar nicht erst funktionieren. Also müssen wir jetzt zurück zum Tempel. Und da den Fluch entfernen. Haben wir vielleicht einen Levelaufstieg? Oh, wir sind ziemlich nah dran. Okay, Planänderung. Wir gehen jetzt kurz nach oben, springen in den Teleporter. Erstmal schlafen wir. Was zur Hölle? Nicht aus Versehen Bürger treffen, nicht aus Versehen Bürger treffen. Komm schon. So, nicht Bürger treffen, nicht Bürger treffen. Sofort, wenn wir es absichtlich machen würden. Aha. So, alle tot? Okay. Planänderung der Planänderung. Wir schlafen nicht mehr draußen. Jedenfalls nicht jetzt. Wir gehen schön in die Taverne, schlafen dann Ruhe auf, wenn es ein bisschen teurer ist. Hallo, komm heran. Oh, ein Aufenthalt. So. Springen jetzt oben in den Teleporter. Töten da ein paar Gegner. Damit hoffentlich alle gleiche Stufenaufstieg haben. Holen uns einen Stufenaufstieg und gehen dann erst wieder in den Tempel von Bar zurück. Ja, doch, schon ein bisschen knackiger. Also man kann vieles optimieren natürlich. Man hätte gleich von vornherein hier hingehen können. Man könnte auch jetzt einfach in ein anderes Gebiet gehen, aber das finde ich halt nicht. Alles schön nach und nach. Teleporter. So. Zauberpunkte verbrauchen ist okay. Ja, und wir sollten mal das magische Auge anmachen, damit wir gucken können, wo die Gegner gerade überhaupt sind. Kommt mir das nur so vor oder werden das weniger mit jedem Zyklus? So, mal heilen. Jungs. Ich sehe nichts mehr. Oh, der Obelisk. Okay. Komische Zeichenfolge. Haben wir das uns irgendwo notiert? Obelisk Botschaft Nummer 12. Okay. Und es kommen keine neuen Gegner mehr. Ich glaube, wir haben das Ding hier kaputt gemacht. Was auch immer das Ding war, das direkt von dem königlichen Palast zu einem Haufen Gegner teleportiert.
Außer es war so eine Art Trainingsanlage, dann, ups. Apropos Training. Das ist ziemlich teuer geworden. Wow, okay. Dahin kann unser Geld fließen. So, du trainierst bitte Panzer, dass du Experte werden kannst. Du trainierst bitte Luft, damit du da Experte werden kannst. Du... Feuer. Und du hast eine kaputte Rüstung. Repariert. Noch irgendjemand kaputt? Nein. Du... Geist. Damit du Geist und spirituelle Experte werden kannst. Sehr schön. Auch wenn wir kein Gold haben, um das gleich zu kaufen, sind wir schon mal derart vorbereitet. Und eventuell haben wir jetzt nicht genug Gold, um Talana zu entfluchen. Das wäre nicht so schön. Du, verkaufen. Das da. So, Tempel war hier hinten. Drück die Daumen, dass das nur 50 Gold kostet. Ah, oder 90. Okay. Guti, Zeit für eine kleine Speicherung und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir erneut versuchen, den Tempel von Bar weiter aufzuräumen. Also höchstwahrscheinlich erstmal diese Höhlen in den Ecken und danach dann den eigentlichen Hauptraum, wo wir schon mal waren, mit den ganzen Priestern und Hohepriestern und was da noch so alles kommen kann. Also bis gleich.